Das, ja, ich mach mal ja, ne? Ja, mach mal ja. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Yay. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Lacht. Ja, dass ihr so schon weg pennt. Ich hab nicht mal zugehört und hab jetzt einfach nur, weil ich nett bin, ja geklickt. Jetzt können wir das Holz übrigens reinschmeißen. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Du musst auf jeden Scheiß würfeln. So wie Dungeons & Dragons. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Es ist ja sehr unauffällig, dass wir hier eine Öffnung haben. Ne? Und dass wir eine Kugel haben. Aber wir reden erstmal mit ihm hier. Ja, geheimnisvoller NPC. Nicht Wanderer, NPC. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? So geil. Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Ja, dann ändern wir mal was an seinem sedierten Zustand. Gut, die Kugel steckte. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der großen Arme bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Oh. Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Wir haben den Kessel ausgegraben. Oh ja. Die Trillerpfeife. Okay. Oh. Kartoffelköpfe haben Kartoffeln. Dieser Ton. Sind Gemüsemenschen. Ruhe. Die fressen Fleisch. Bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Moses. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen. Was denn? Oh, er ging in Rage. Warum ist es nicht pink? Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Sie hat nicht mal eine Rüstung. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hut Mutigur Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly. Arme, törichte Lilly. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch. Wir haben ihn geschält. Als über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ah! Erdbeermarmelade. Erdbeermilch. Entschuldigung. Beep.
okay, ich könnte noch was. Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippo. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Ich habe sie umgebracht und ich würde es wieder tun. Ja, das war eine ziemlich psychomäßige Cutscene irgendwie. Man denkt so ein bisschen, jetzt wird Lilly zur Massenmörderin. Ja, man kann jetzt wütend werden. Cool. Wo war jetzt bitte unser Prolog mit dem Stierhasen? Düdüm, düdüm und so? Keine Ahnung. Das finde ich jetzt aber schade. Was müssen wir denn machen? Wollen wir noch... Nee, Hase brauchen wir nicht, ne? Nee. Durch die Gittertür? Ah, ich weiß, ja. Wir können das einmal kurz machen, aber du weißt ja auch wahrscheinlich. Ja. Oh. Ja, bla bla. Rolf Zukowski und so. Aber Lilly, was du weißt du denn? Du sollst keine Also bis spät. Halt die Fräse. Halt die Fräse. Ist ja sehr nett, wenn wir unsere Fräse halten würden. Ja, finde ich auch. Mann, dieser Scheiß mit dem Umschalten immer. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Haha, beschloss. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. So, und das ist jetzt ganz logisch, was man macht. Natürlich. Das ist die logische Sache, die es in diesem Spiel gibt. Hallo, Freunde. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Motigor steht in deiner Schuld. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Bing. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Ich glaube, wir sollten wütend werden freischalten. Richtig. Ah. Bam. Au. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. So, jetzt müssen wir noch was machen. Das geht aber ganz schnell. Und zwar auf nach Rotmotigor. So ist es. Ich glaube, das brauchst du da gar nicht. Seltsam. Nicht einmal... Nee, das war doch der echte Haben. Ah ja, richtig.
It's me, Mario. Falsches Spiel. Die Tür war fest verschlossen. Ach, sind wir ganz verdrossen. Naja, egal. Haben wir das schon? Nein. Nein, haben wir nicht. Siehste. Ja, von den vier war bitte der Bogenschütze. Bitte? Wieso? Das kann doch von den Karottenköpfen sein. Dass der bei denen beim König landet. Wieso? Die haben doch hier gekämpft so ungefähr und dann ist er da vorbeigeflogen. Komisch. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Das ist so logisch. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man da nicht drauf kommen kann. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Pookie. Okay. Tatsächlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst. Oh. Oh. Was aber interessant ist, als uns das Phantom festgehalten hat und wir hypnotisiert waren, da hat unsere Aktion ja keine Einwirkung auf die echte Welt in der Trancewelt. Ja. Und jetzt aber schon. Jetzt haben wir auch einen Charakterbogen bekommen. Jetzt war auch auf einmal die Trancewelt in der Fantasy-Welt. Das ist ja auch sonst so gewesen. Die Spinne hat ja auch das Loch im Zaun bewacht. Ja. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing? War Lilly ein Rätsel? Weil er keine Nase hat, das ist eine Rarität. Das ist so brutal. Ja, das machen wir später. Übrigens, Edna bricht aus, spielt ja natürlich auch hier und das ist Ednas Zelle, die da schon stand. Ja. Und man geht hier überall auch hin. Und da fing es nämlich an. Hier, naja. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Das ist ein Talent. Da steht Do Not Disturb und nicht bitte nicht stören. Das heißt auch Do Not Disturb Schild. Das war ein Witz. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Werwolf. Wer, Lilly? Das Klaus das Gehirn. Und da hinten. Und das Phantom. Der Spiegel hing zu hoch. Aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. Hängt zu hoch, aber sie kann ihn nehmen. Ja. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck. Aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Ich finde ihn süß. Ja. Schön ist, im ersten Spiel kann man die Kugel nicht nehmen. Da will man das unbedingt, aber da gibt's nicht. Ja, genau. Und Edna bricht aus bekannt dafür, dass man alles angucken kann. Ja, und hier kann man dafür mit der Alfpuppe sprechen, mit dem Gehirn sprechen. Man kann die Chemikalien andönsen und was weiß ich. Ja, man kann so viel in Edna bricht aus, aber naja, das kann man halt nicht bei jedem Spiel machen. Ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Oh, schämlich. Hallo, Phantom. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Wer ist Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten.
Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden.